Wie nennt man einen Flaschenöffner aus dem Gefrierfach? Die Antwort gleich. Wisst ihr's? Der Cold Opener natürlich und das ist das Nerd Quiz. Yay! Ich sag's immer wieder gerne, sich selber beklatschen am Anfang einer Sendung. Es geht nicht darüber. Willkommen, werte Leute da draußen, willkommen, werte Leute hier vor dem oder hinter dem Ratepult, besser gesagt, vor sind noch keine Leute, jedenfalls da versammelt. Wir sind wieder zusammengekommen, um zu raten, um Fragen zu beantworten und Spaß zu haben, sogar in einer Runde, die wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht bisher hatten. Und so mal die Neulinge zuerst begrüßen. Marco. Danke, ich freue mich hier zu sein. Gib mir sogar die Hand einmal, noch zusätzlich. Uns gibt ja nie die Hand. Ja, ich mache mal, so dann. Es ist ja quasi ein Nerdkultur-Quiz, warum soll ich denn nicht herkommen? Warum denn auch nicht? Genau, wir wollten uns auch einmal ein bisschen aus dem eigenen Kosmos herausbewegen, denn wir wissen ja, dass hier viele nerdwissenaffine Leute dabei sind, aber natürlich nicht nur bei uns, sondern auch gerne mal, nicht nur in dieser Staffel, sondern auch in zukünftigen, vielleicht auch mal ein paar Leute holen, die auch mit ihrem Wissen hier glänzen können. So, und damit sich alle nicht einsammeln. Daniel, gib mir die Hand. Schön, dass du da bist. Danke, Rigor. Schön, wieder hier zu sein, würde ich gerne sagen, aber... Würdest du gerne sagen? Naja, du bist zweimaliger Champion bisher. Ja. Du bist zweimal eingetragen auf diesem Gürtel. Ja, ich weiß. Der schönste Championship-Belt. Ja, den ich übrigens jetzt so festhalte, weil hier schon wieder was abgefallen ist. Und ich das nicht zeigen wollte. Der sieht gelebt aus. Ja, ist auch weit rumgereicht worden. Ist weit rumgereicht worden. Ja, wir haben 4 Sieger bisher gehabt, im Rocket Beans Nerdquiz zumindest. Wir haben deutlich mehr Nerdquizzes gehabt. Genau, das ist mittlerweile die 7. Staffel, die wir hier bei Rocket Beans TV machen. 2 waren quasi aus Spaß an der Freude. Das heißt, wir haben keinen Sieger im Mittel, aber wir haben auch ein bisschen experimentiert da mit dem Format. Wir haben aber bisher Kollege Etienne. Es war aber auch sein Jahr damals, da hat er auch Beef gewonnen. Danach hier wieder was. Das war sein Diego Maradona. Danach kam der Abschluss. Das war genau. Das war Griechenland kriegt die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. Und Otto Rehhagel kommt vorbei. Und danach nie wieder was. Du hast, Daniel, zweimal dann 2 Staffeln gewonnen, hintereinander. Und der aktuell amtierende Sieger ist Trant. Trant hält den Titel. Musste ich ihn aber auch noch mal dran erinnern, weil der ist ja so bescheiden. Und krass, das hab ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Er ist ehrgeizig, aber bescheiden. Ich will nicht sagen vergesslich. Ich glaube sogar, ich meine mich zu erinnern, dass ich in einer Runde gegen Trant gespielt habe, die noch nicht so lange her ist, und da er auch gewonnen hat. Und ich glaube, das müsste die Staffel gewesen sein, wo er dann auch fürs Champion wurde. Es kann sogar gut sein. Auch stille Transzentiv. Ja, da hat er wirklich gut geruhlt. Also, da hat er wirklich sehr viele Sachen gewusst. Wir werden sehen, wie es in dieser Staffel ausschaut. Last but not least, natürlich Sandro. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Hey, ich bin froh, dass heute Wirt nicht dabei ist, weil der ist einfach eine fucking Maschine. Ich glaube, letztes Mal hast du das Pech, dass du bei deinem Debüt mit Wirt in einer Runde musstest. Und irgendwie, ich weiß nicht, wann bei dem Jungen irgendwann die Reflexe nachlassen. Der kratzt auch schon an den 30, aber wie ein junger Gott. Da sind wir immer rauf. Richtig böse untergegangen. Ich weiß nicht, ob es heute besser wird mit den Experten an meiner Seite. Eines Tages wird er einen schlechten Tag haben und genau dann stehen wir bereit. Man muss aber auch sagen, dafür, dass Wirt immer beim Nerdquiz eigentlich sehr viele Punkte holt und glänzt in den Vorrunden, er hat noch nie gewonnen, ne? Ein Nerdquiz. Das heißt, irgendwo im letzten Moment hapert es ein bisschen. Er ist der HSV. Aber was hat der HSV mit schnell zu tun? Ja, die gehen schnell mal in Führung, aber gewinnen tun sie nie. Naja, so ist das. Also auch das, sag ich mal. Das stimmt auch nicht mehr seit einiger Zeit. Obwohl, jetzt momentan sieht es wieder deutlich besser aus als in in den letzten Jahren, aber ja. Genau, wenn man sich die einmal mit der zweiten Liga zufrieden gibt. Aber gut, was will man machen als Hamburger? Ich hoffe, dass nicht allzu viele Filmfragen ankommen, weil mit den beiden Filmexperten ist hier der Druck auf jeden Fall ganz schön. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, kommen gar nicht so viele Filmfragen. Eben genau aus dem Grund, weil ich hier stehe. Ah. Muss es anders sehen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Das ist das Problem. Das ist noch viel schlimmer. Ich habe diese zweimal dieser Name da auf dem Gürtel, Alter. Das ist mehr Fluch als Segen. Schweißgebadet auf Nein. Ja. Ich bin immer noch Sieger. Ich bin wirklich teilweise nachts aufgewacht. Nein!
Ich will nicht verlieren. Nein, ich habe nicht gewonnen. Ja. 200 Leute haben wir gefragt. Ja. Zack. Leute, lasst uns mal ein bisschen nochmal uns mit den Regeln vertraut machen, denn nicht jeder hat sie direkt im Kopf. Und wir haben ja auch ein klein bisschen was diese Staffel geändert. Hä? Werte Mitstreiter, aufgepasst. Hier sind die Regeln für das Nerdquiz. Auch in der neuen Staffel gibt es die Thementafel mit unterschiedlichen Punktewerten, welche einem steigenden Schwierigkeitsgrad entsprechen. Während der Moderator die Frage stellt, können die Kandidaten buzzern. Bei richtiger Antwort gibt es Punkte und bei falscher werden sie abgezogen. Yes! Ede! Critters! Ihr F***! Oh! Schreibfragen werden von allen beantwortet und bleiben bei Fehlern straffrei. Neu ist das Fragenlimit. Nachdem die ersten 10 Felder gespielt wurden, ist Runde 1 vorbei. In Runde 2 werden mit verdoppeltem Punktewert nochmal 10 Felder gespielt und dann ist schon Zeit fürs Finale. Endlich mal was, was ich weiß, ey! Das letzte Mal, als ich Kollege Gardi freuen durfte, on air. Als er endlich mal was gewusst hat. Ja, das Fragenlimit. Das war das, ist tatsächlich neu in dieser Staffel. Darf ich kurz eine? Ganz, war das das Bohemian Rhapsody von Alvin, was ich da glaube, das wurde? War die Bohemian Rhapsody. Ja, mal, er hat so viel Geld mit T-Shirts gemacht, mit der Bohemian Rhapsody. Ja, glaube ich auch. Da kannst du eigentlich Drehbücher drumherum schreiben, oder? Das no? wäre Straight Outta Compton 2. Straight. Jetzt noch mehr Compton, da wo es herkommt. wir haben uns gesagt, genau, das Fragenlimit ist neu. Wir spielen nicht mehr alle 25 Fragen aus, einfach im Sinne der Taktik hier, weil man muss sich dann nochmal überlegen natürlich, welche Felder nehme ich in der ersten Runde, wann nehme ich was zur zweiten Runde, wenn es verdoppelt wird, will ich vielleicht jemandem was wegnehmen? Und ja, da werden wir sehen, wie das taktisch nochmal bei euch greifen wird. Und wir können gerne uns auch mal die Themen der heutigen Sendung angucken. Heute geht es nämlich um folgende Bereiche. Künstlernamen. Fiktionale Welten, What's My Movie, Hexen, Hexen und nein, MCU, natürlich soll das heißen. Bei Künstlernamen habe ich noch böse Erinnerungen an David de Grutola, David Cage. So, da kamen wir einfach. Das war vielleicht in einem anderen Jahrtausend. Um noch mal ein paar Sachen zu präzisieren. Künstlernamen, ich werde die reellen Namen von Künstlern nennen und dann möchte ich von euch gerne den Künstlernamen wissen. Ach, mein lieber Gott. Alter Schwede. Fiktionale Welten, das kennen vielleicht die Leute, die schon mal ein bisschen länger dabei gewesen sind. Für dich, Marco, ich werde gleich Namen vorlesen von Personen, die zum Beispiel in Filmen, in Spielen, in Büchern und so weiter vorkommen. Und ich möchte gerne die fiktionale Welt, das Universum wissen, aus dem sie stammen. Also, oh, den Charakter kenne ich, das ist aus Punkt, 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 Punkt. Und man hat die Möglichkeit zu buzzern. Ich lese mehrere Namen vor, wenn man meint, es zu wissen, draufhauen und dann sagen, es ist doch aus. Hm. Das ist fiktionale Welten und What's My Movie? Da spreche ich im Speziellen über Figuren, Charaktere mit ihren Filmnamen, mit ihren Filmcharakternamen. Und ich möchte wissen, aus welchen Filmen diese Figuren stammen. Mhm. Ja, aber da geht es auch um eine bestimmte Person aus dem Film. Da wird auch der Charaktername genannt und da möchte ich den Namen des Filmes wissen. Also bei fiktionaler Welt müsst du die Welt wissen, aber da willst du den genau, Movie wissen. So ist also es. Also Mittelerde oder die Galaxie ins Land. Je nachdem. Also es wird auch aus den Fragen ersichtlich, aber ich sage es gerne vorab noch einmal. Ach so, also. Wenn ich jetzt immer, wenn du jetzt sagst, Obi-Wan, Tuskenraider oder Tuskenräuber, Jabba the Hutt, dann willst du Tatooine wissen und nicht Star Wars. Das ist die fiktionale Welt, ist das Franchise, das übergreifende Star Wars lassen. Ach so, das wird dann. Ja, Star Wars wird dann gelten. Genau, also, genau. Ich brauche nicht den exakten Planeten und welche Seitenstraße bei Aunt Beru oder irgendwie da ist. Da passt es schon. Also sind die ziemlich ähnlich, diese. Genau, also wir. Beim einen um Welten und beim anderen um. Genau, sag mir, bei fiktionales Franchise nennen wir es mal. Ne? Fiktionale Welt kann ja die von Star Wars zum Beispiel sein. Lass uns starten mit Runde Nummer 1. Entschuldigung, ja, was ist Hexen? Was ist Hexen, Hexen? Es geht um Hexen. Hättest du nicht Vampire nehmen können? Bei Twilight hätte Vampire, ich Vampiren können. Haben leider nicht drauf gefasst. In den okay. Fuck. Es geht um Hexen. Allgemein. MCU? Gott. Natürlich alles im Sinne der Popkultur. Aber es gibt doch Hexen im MCU, kann man nicht, egal. Ja, siehst du, da bist du auch schon da denkt ihr zu viel vorne Hexe dran. Steht im Namen. Die kenne ich auch noch, aber wenn es um weitere Hexen... Ich glaube, wir können besser einfach reinsteigen. Ja, werden sehen, was es ist. Es gibt übrigens auch eine weitere kleine Neuerung, denn es startet nicht mehr automatisch der, der ganz außen steht. Es tut mir leid, Daniel. Es gibt einen Zufallsgenerator, der bestimmt wer anfangen darf. Als hätte ich darauf bestanden. Orange darf beginnen und das ist im heutigen Falle Sandro. Ansonsten werde ich das Fragerecht wie gewohnt weitergeben. What's My Movie 300. What's My Movie für 300. Und da habt ihr schon mal ein Bilderrätsel.
Da könnt ihr nämlich die Stifte in die Hand nehmen. Das sind dann Fragen, wo jeder was aufschreiben darf. Falsche Fragen werden natürlich nicht bestraft. Mhm. Von da aus, ich zeige euch gleich einen Charakter aus einem Film und ich möchte wissen, aus welchem Film dieser Charakter stammt. Mhm. Ihr müsst nicht den Charakternamen nennen, ich brauche nur den Film. Gibt es extra Punkte für den Charakternamen? Nein, aber dann, die kannst du dir anschreiben gerne. Also klar. Die Biografie vielleicht noch. Du kannst stolz drauf sein. Dann zeig doch bitte das Bild bei der Regie. Lass ruhig zu Ende schreiben, Sandro, wenn du noch was schreiben möchtest. Aber ihr habt, glaube ich, alle relativ fixes. Genommen ist natürlich jetzt, man sieht nicht unbedingt auch, was für Schuhwerk die Dame anhat, aber das können sich manche wahrscheinlich denken. Daniel, was hast du aufgeschrieben? Ich habe der Zauberer von Oz aufgeschrieben, der obwohl ich jetzt nicht Zauberer so wirklich hundertprozentig sicher war. Von Oz ist es. Denn ich habe ihre Schuhe nicht gesehen. Ja, genau. Ich bin jetzt so einiger, also ich finde, am LSD-Grinsen sieht man, dass es der Zauberer von Oz ist, damit sie schön bei Laune bleibt am Set. Und Sandro, was hast du gewählt? Ich habe was ganz anderes, den kennt wahrscheinlich gar keiner, 1, 2, 3, weil ich an einen Hund gedacht habe, der, glaube ich, darin vorkommt, aber der wäre wahrscheinlich auch viel zu unbekannt, ehe du ihn hier verwenden würdest. 1, 2, 3 ist mir, oh gut, 300 Punkte ist schon ein bisschen mehr, natürlich vom Punktewert her aus. Der Charakter heißt Dorothy Gale und Dorothy Gale ist natürlich aus dem Zauberer von Oz. Fuck. The Wizard of Oz hätte ich auch gelten lassen in der guten Verfilmung aus den, waren es die 30er Jahre? Glaube ich schon, ich glaub schon, ja. Boah, ich hab den als Kind mal gesehen, ey, das ist... Ich hab ihn tatsächlich noch nie ganz gesehen. Aber demnächst kommt noch eine Biografie von ihr raus. Wer spielt sie nochmal? Judy Garland. Unfassbar gut. Wer spielt sie? Wer war das? Also, wer spielt sie? Hast du den Trailer gesehen von der Biografie? Ach so. Hab ich leider nicht. Ich komme nicht drauf, na egal. Ich habe in letzter Zeit nur mal davon gehört, Simon hatte noch mal vor einiger Zeit von dem Film erzählt, weil er den Film tatsächlich gehört hat mit einem neuen Soundtrack, nämlich mit Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Ja. Da gab es Leute in Berlin, die haben halt Zauberer von Oz mit Dark Side of the Moon, dem Album, unterlegt. Und das passt wohl ziemlich gut. Können wir Simon bei Zeit noch mal fragen. Ist halt ein Urban Legend, dass das schon immer so geplant war. Also das Album wurde dafür geschrieben. Das finde ich auch cool. Ich will es auch irgendwo sehen. Punkte gehen damit auf das Konto von Marco und von Daniel. Jeweils 300 Punkte. Sandro hatte die Frage gewählt. Daniel lag mit richtig, über das Fragerecht an Daniel weiter. An mich? Ja, okay. Einmal drumherum, immer. MCU 1000. MCU, okay. Du hast so viele Videos über das MCU gemacht. Ja, oder? Aber denkst du, ich kann mir die ganze Scheiße merken. Hände neben die Buzzer. MCU für 1000. Neben dem Buzzer platzieren. Wenn man so, ach so, machen wir das? Genau, dann ist das ein bisschen fairer für alle Leute. Aha. Also MCU für 1000. Im Film The Return of the First Avenger ist ein Easter Egg mit Bezug auf einen Quentin Tarantino-Film versteckt. Wie genau sieht dieses Easter Egg aus? Daniel. The Return of the First Avenger ist Civil War, ne? Ist nicht Civil War, es ist Winter Soldier, so gesehen, ne? Mhm. Das ist der Grabstein am Ende des Films, auf dem steht The Path of the Righteous Man. Hab ich nicht gewusst. Das ist korrekt. Alter, ja. Krass. Ein Bibelzitat ist drin versteckt. Und natürlich, ich habe nicht konkret nach dem Quentin Tarantino-Film gefragt, sondern wie dieses Easter Egg ausschaut, ist natürlich für Pulp Fiction. Samuel L. Jackson, haben Sie das Bibelzitat, weil das wird ja auch dann schön zitiert von... Ach, geil! Oh, shit! Nicht nur von Nicholas J. Fury, sondern auch von, wie ist er nochmal bei Pulp Fiction? Jules Winfield, ja. Das ist korrekt, Daniel. Das sind 1000 Punkte. Ich frage mich nur, ob das Zitat richtig ist, weil Tarantino hat ja dieses Zitat aus anderen Zitaten zusammengestückelt. Das echte Ezekiel-Zitat ist ein bisschen anders. Das kann natürlich ganz gut sein, aber... Das ist wirklich dann Pulp Fiction und nicht die Bibel, wahrscheinlich. Es ist das Zitat eines Zitats, kann man vielleicht dann so sagen. Daniel. Und es ist der Grabstein von Samuel Jackson, also dementsprechend kann es nur passen. Eben. So, nächste Kategorie für dich. Weil es mich jetzt echt mal interessiert. Hexen für 300. Hexen für 300. Hände nehmen die Buzzer. Achso. Ich wollte schon Stift nehmen. Stift nehmen, die Wasser. Wie hieß der kleine Troll, der im deutschen Fernsehen von der Hexe Hexana drangsaliert wurde? Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Der kleine Troll, der von der Hexe Hexana drangsaliert wurde. Ich lese noch einmal vor. Wie ist der kleine Troll, der im deutschen Fernsehen von der Hexe Hexana drangsaliert wurde?
gebe euch noch 10 Sekunden zum Buzzern. No idea, muss ich dazu sagen, Freunde. Noch nie gehört, irgendwie. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hab keine Ahnung. Ich sitze hier und denk gerade, was nehme ich als nächstes? Der kleine Troll war natürlich Hugo. Ach. Man kennt den vielleicht noch. Was? Echt? Von dem Scheißspiel. Hugo der Troll. Jetzt das in nicht. Seiner Musik-CD mit Judith Hildebrand, glaube ich. Scheiße. Mann. Show me the way. Wo ihr zu Hause am wie schlecht er auch ausgeschnitten ist, finde ich vor allem sehr toll. Ne? Scheiße. Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass der überhaupt Troll ist. Meine Mutter ist ein riesiger Sturm der Liebe-Fan, deswegen kenne ich Judith Hildebrand. Ja. Es wäre aber ein bisschen gemein. Traurig an der Geschichte. Ja. Es wäre ein bisschen gemein, wenn wir im Rahmen von Hexen nach Judith Hildebrand gesucht hätten. Oh, krass. Das wäre nicht besonders gewesen. Aber tatsächlich, ich wusste nur, den kann man übers Telefon steuern und fertig. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass da noch eine Backstory von ihm. Ja, die Hexe Hexana und hat seine Familie gefangen. Genommen, habe ich mir jetzt sagen lassen, nicht, dass ich es geguckt habe. Hast du nicht mal in einem Podcast ausgiebig darüber geredet? Das kann vielleicht auch sein, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, alles, was ich darüber weiß, habe ich aus dem Podcast gekriegt. Leider hat keiner jetzt richtig geantwortet. Daniel hat die Frage ausgesucht. Ich gebe das Fragerecht weiter an Marco. Okay, dann nehme ich, habe mir Gedanken gemacht und sage, MCU, fangen wir klein an, 200. MCU für 200. Das ist eine Schreibfrage jetzt. Da könnt ihr wieder die Stifte in die Hand nehmen. Niedrige Punkte, kann man gerne mal schreiben. Ich möchte von euch gerne wissen, wie heißt der aus Guardians of the Galaxy bekannte Star-Lord mit bürgerlichem Namen? Ja, hätte ich lieber besser gehabt. Ich lese es doch mal vor. Ich würde gerne den Vor- und Nachnamen natürlich haben. Wie heißt der aus Guardians of the Galaxy bekannte Star-Lord mit bürgerlichem Namen? Boah, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Scheiß aufgeschrieben. Könnt gerne noch korrigieren. Ich lasse euch noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Geht es um die Rechtschreibung? Oder bleibt Bohemian Rhapsody für immer ein Mahnmal der Fantasie? Ich werde es akzeptieren, wenn dann irgendwie durch die Aussprache es ähnlich hin, wenn es aber komplett falsch ist, werde ich es nicht gelten. Aber bei Gleichstand müsste doch also, der richtige Sandro, schreiben. Ich kriege es zusammen, warte, eine, zwei Sekunden. Drei. Ich gebe dir noch zwei Sekunden, aber ich bin mir auch nicht sicher. Vorbei. Ich werde mich so ärgern, Alter. Dann, Daniel, zeig mal, was du hast. Ich habe Peter Quill geschrieben. Peter Quill? Wie hast du es geschrieben? Q-U-I-L-L. Ich hab's genauso geschrieben. Das ist sogar tatsächlich richtig geschrieben. Q-U-I-L-L. Peter Quill ist der korrekte Name von Star-Lord, der Figur. Das heißt, da kommen jetzt noch mal 200 Punkte drauf. Keine Angst, es sind nur 200 Punkte. Sag nicht, wir waren halt, schnell. Man denkt halt die ganze Zeit an Chris Pratt, ne? So den Namen. Chris Pratt ist so mächtig einfach, dass ich nicht auf Peter fucking Quill komme. Ich war letztes Jahr in Los Angeles und wir laufen da so am Santa Monica Pier entlang. Auf einmal der Kumpel neben mir so, hey Chris, how are you doing? Und dann ist so ein Dude auf einem kleinen Fahrrad und also winkt uns so zu und ich so, fuck, war das gerade wirklich Chris Pratt? Er ist einfach mit so einem Fahrrad lang gefahren, ein bisschen in Inkognito, Mütze und Sonnenbrille am Haken. Ich habe das auch schon öfter mal gehört, dass in Hollywood, also beziehungsweise in Los Angeles, die Stars auch gerne mal am Strand einfach rumhängen. So. Das kann sein. Oder es war ein Tritt-Pratt-Fahrer. Nee, das ist tatsächlich, das kennt man so ein bisschen aus GTA, das ist da wirklich diese Strecke, da machen die Leute Sport. Ob du Star bist oder nicht, die laufen halt da entlang. Ja. Also, Punkte haben wir draufgepackt bei Daniel und bei Marco. Marco hat die Frage ausgewählt, lag mit richtig, darf noch eine Frage aussuchen. Einfach, aber ich wissen will, was du da so vorhast. Hexen, Hexen für 200. Hexen, Hexen für 200. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht weiß, eigentlich dumm, ne? Hände nehmen die Buzzer. Hexen, Hexen für 200. Der Vorname der Hörspielhexe Bibi Blocksberg ist dein Spitzname. Wie lautet ihr echter Vorname? Ich hab's garantiert gehört, aber das ist doch falsch. Boah, das ist doch garantiert falsch. Ich verfluche mich gerade wirklich hart. Riskierst du es? Nee, ich riskiere es nicht. Ey, meine Tochter, die hört Bibi und Tina. Also, eine Freundin von mir nennt sich auch Bibi. Und wenn. Also, ich spiele jetzt. Bibi, wenn du das siehst. Sandro. Bin mir überhaupt nicht sicher, okay. Aber ich kann nicht so viel verlieren. Bianca. Sandro sagt Bianca. Das ist vollkommen falsch. Shit. Ich wollte Bianca sagen. Brigitte Blocksberg. Brigitte Blocksberg. Bibi steht für Brigitte. Shit. Bibi steht für Brigitte. Ja, Brigitte wird doch mit Biggie abgekürzt. Es tut mir leid. Ne? Es hätte auch Gigi Glocksberg heißen können. Ich hätte Bianca
gesagt. Ach, du kommst von mir aus Bianca und nennt sich Bibi. Also ich hätte jetzt noch Bibiane irgendwie fehlen lassen, so, aber Brigitte. Bibiane-Jacqueline. Also die heißt jetzt ab sofort bei mir nur noch Biggie Blocksberg, ey. Also das kann ja wohl nicht sein. Brigitte, Alter. Brigitte. Bibi. Ach, das bedeutet leider Punktabzug für Sando. Ich glaube, den haben wir schon mitbekommen, ja? Nee, jetzt haben wir den. Minus 200 muss noch nicht viel heißen. Marco hat dir die Frage gewählt. Sando hat falsch beantwortet. Ich gebe das Fragerecht an Daniel weiter. An mich? Fünf haben wir noch, ne? Ja, fünf noch in dieser Runde. Brigitte, ey. Ey, komm, dann nehmen wir doch mal Künstlernamen für 600. Künstlernamen für 600. Künstlernamen für 600. Wie gesagt, da möchte ich, sage ich, wie die in echt heißen, ich möchte den Künstlernamen gerne wissen. Für 600, ja, dann nehmen die Buzzer. Unter welchem griffigen Namen kennt man die mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Jelena Lidia Vasiljevna Mironova? Kannst du den Namen bitte noch mal wieder? Ich sag's gleich noch mal. Unter welchem griffigen Namen kennt man die mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Jelena Lidia Vasiljevna Mironova? Ich hab eine Vermutung, ich glaube, das stimmt. Ich hab auch eine Vermutung. Ich lese nur noch den Namen einmal vor. Jelena Lidia Vasiljevna Mironova. Ich bin nicht sicher. Ich riskiere das nicht für 600. Ich weiß nicht, ob die einen Oscar hat, die ich im Kopf habe. Das ist das Ding, weil du ja extra das nochmal erwähnt hast. Ach, Oscar-Preisträgerin, ne? Mhm. Nee, 10 Sekunden zum, 10 Sekunden zum Buzzern. Alles gut. Nee. Nee. Traut sich jemand? Ey, ich würde mich gern trauen, aber nee, warum? Du hast doch die Punkte, jetzt stell ich nicht so an. Vorbei. Sei mal mutig. Was wäre eure Vermutung gewesen? Cher. Cher. Naomi Watts. Naomi Watts. Und hättest du was, Sandro? Ich dachte erst, aber das ist ja eher ihr richtiger Name an irgendwie Mila Jovovich oder so. Oh, es war rein zufälligerweise Helen Mirren. Helen What? Mirren? Krass. Mhm. Okay, krass. Helen Mirren ist ein Künstlername. Jetzt Frau Mironova. Also gesagt, Jelena Lidia Vasiljevna Mironova. Okay, das den Oscar hat sie für The Queen bekommen. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Ganz genau. Krass, ich wusste auch nicht. Tatsächlich, wusste ich nicht. Ja, es sind viele Sachen, die man tatsächlich erfährt, aber es haben fast alle einen Künstlernamen mittlerweile, wie ich herausgefunden habe. Verrückt. Hart. Ja, das sind leider Punkte, die an keinen von euch gehen. Das Glück. Daniel, gedrückt, Daniel hat ausgesucht. Ich frage euch dann Martin weiter. MCU für 600, ich brauch das Geld. MCU für 600? Mit deinem MCU, ey. Hände nehmen die Buzzer. Im Film Civil War teilen sich die Helden in zwei Lager um Captain America und Iron Man auf und bekämpfen sich gegenseitig. Am Flughafen welcher Stadt findet... Daniel. Leipzig. Am Flughafen welcher Stadt findet ihr großes Duell nicht statt? Nein, findet ihr großes Duell statt? Es ist Leipzig, das ist korrekt. Richtig. Der schönste Flughafen der Welt. Wahrscheinlich, weil es da einfach viel Platz gab. Na, ne? Und man war einfach. Ja, ist halt günstig, ne? Deutsche Subvention und ist günstig. Außer man kauft sich die Schrippe. War eine gute Szene. Mit dem riesigen Ant-Man auch noch, ne? Finde ich die beste Spider-Man- Kräftedarstellung so far das im Marvel-Universum. Ja. Dafür, dass der erste Auftritt war, müssen wir noch mal ein bisschen anschauen. Aber so viel kommt er ja im MCU nicht mehr. Punkte aufs Konto von Daniel. 2100. Drei Fragen noch in der ersten Runde. Du darfst dir gerne was aussuchen. Komm, dann haben wir es weg. Erstmal Hexen für 100. Hexen für... Haben wir denn nicht unsere Lektion gelernt? Hexen für 100. Hände neben die Wasser. Wie hieß der amerikanische Horrorfilm, der 1999 das Found-Footage-Genre... Daniel. The Blair Witch Project. Das Found-Footage-Genre popularisierte, es ist das Blair Witch Project. Für 100 Punkte. Zu langsam. Das kann man wissen. Das ist Geschwindigkeit. Nicht schnell. Die hatte Daniel vorgelegt. 20 Jahre mittlerweile. 20 Jahre? 20 Jahre, ist 99, ne? Ja. Ey, welche Frage habe ich eben richtig beantwortet? Deswegen kommt die Hexen 100. Und davor? Es war MCU 600. Ja. Sind die 100 Punkte jetzt schon bei mir drauf? Nee, jetzt sind sie drauf. Hast du im Kopf mitgerechnet? Ich habe im Kopf mitgerechnet. Ja. Daniel, wähl noch eine. Ich darf noch eine wählen? Ja. Ey, weil wir es noch nicht hatten, würde ich jetzt mal fiktionale Welten 1000 nehmen. Geil. Fiktionale Welten von 1000. Oh, ich hab den Buzzer hier ab. Wie gesagt, ich werde Charakternamen nennen und ich müsste wissen, woher sie stammen. Hände nehmen die Buzzer, fiktionale Welten für 1000. Sia Rodriguez, Ken Wheatley, Benjamin Lockwood, Claire Deering, Henry Wu, Owen Grady. Ich lese nochmal vor.
Sia Rodriguez, Ken Wheatley, Benjamin Lockwood, Claire Deering, Henry Wu, Owen Grady. Nee, das stimmt nicht. Für 1000 Punkte. Nochmal? Kannst du nochmal sagen? Ich lese gleich noch einmal vor. Das ist mal ein bisschen dampfen und dann sind alle wieder aufmerksam. Sia Rodriguez, Ken Wheatley, Benjamin Lockwood, Claire Deering, Henry Wu, Owen Grady. Ich habe so einen Urin, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ihr kriegt 5 Sekunden zum Buzzern. Im Urin wäre es gewesen, Lost. Aber nicht auf der anderen. Lost wäre dein Tipp gewesen. Ja. Das hättest du was, Daniel? Nee, glaub, nicht Lost. Nee, nicht Lost. Aber ich kenn's. Ich kenn den Namen. Mir sagt eigentlich tatsächlich nur Owen Grady was. Grady ist der einzige Name, der irgendwo war, der wo irgendwo im Hinterkopf. Ja. Wie ist es Ken Wheatley? Gespielt vom Trittbrettfahrer Owen Grady. Das sind alles Figuren aus Jurassic Park. Besser gesagt. Ich bin so dumm. Das gefallene Königreich, Jurassic World. Aber ich hatte Jurassic, das Universum sehen lassen. Ey, mein Sohn ist halt auch echt Fan von Lego Jurassic World. Sollte dein Sohn vielleicht hier. Mann, ey. Ja. Ja, gut, dass ich nicht gedrückt habe. Aber kein Abzug. Drauf. Es sind auch 1000 Punkte. Es war eine aufwendige Frage. Eine Frage haben wir noch in der Vorrunde. Die darf Marco auswählen. What's my movie für 1000? What's my movie für 1000? Wir hauen die alle weg jetzt, ne? What's my movie für 1000? Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte den Film natürlich wissen, wie gehabt, ne? Vivian Ward verdreht Edward Lewis in welcher Liebeskomödie den Kopf? Geht ruhig in euch. Edward Lewis. Das ist eine schwierige Frage. Vivian Ward. Vivian Ward verdreht Edward Lewis in welcher Liebeskomödie den Kopf? Das sind jetzt die... Die Charakternamen. Die Charakternamen, ne? Ja. Also es sind nicht die Darstellernamen. Das sind die Charakternamen, genau. Da versteckt sich doch schon ein Wortspiel dahinter. Mit dem Vertreten. Idee, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Das sind gibt ja nicht Punkte. So viele Liebeskomödien, ne? 1000 Punkte sind es, ja. Ein letztes Mal lese ich vor. Vivian Ward verdreht Edward Lewis in welcher Liebeskomödie den Kopf? Im Kopf? Das sind 1000 Frage, Punkte. Geht man hoch am Ende? Nee, ich habe keine Ahnung. Gregor? Ja. Darf ich dir Fragen stellen? Nein. This is not working like this. Kannst du die Frage trotzdem gerne stellen? Vielleicht ihr kriegt 10 Sekunden zum Buzzern. Riskier doch was, du hast doch die Punkte. Du bist immer noch vorne, wenn du jetzt 1000. Ja, eben. Also komm, bevor du dich in den Schlaf weinst, mach's einfach. It is over. An Daniel. Nein. Was hast du gedacht? Das ist so eine, es ist so eine geringe Ahnung, aber weil ich weiß, dass du ja auch so ein bisschen der 80er Jahre irgendwie wilderer bist. Nicht alles von mir sein hier. Ja, ich weiß, ey, aber okay, ey, meine Schätzung ist total dumm, weil ich glaube auch nicht, dass der Film irgendein Schwein kennt. Aber das ist Quatsch. Ich kenne den Namen, Vivian Ward, ich kenne den Namen. Aber ich verbinde ihn wahrscheinlich jetzt mit dem falschen Film. Ich hätte jetzt Frau in Rot gesagt. Lady in Red ist es leider nicht. Ich hätte dann sowas. Kelly LeBrock und sowas, ne? Ja, Kelly LeBrock, ja. Silver Linings. Pretty Woman. Jetzt echt? Walking down the street. Nein. Echt? Stimmt. Vivian Ward. Lewis. Und Edward Lewis. Lewis, Mann, fick. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. 70 Jahre Richard Gere. Wozu habe ich die Scheiße 100-mal gesehen, ey? Aber das ist das Problem. Man denkt an Richard Gere und unsere Liebe. Welchen Feuchttuch? Ich habe hier drauf gesabbert. Edward. Ja. Ist ein draufgesabberter gerade? Nein. Ey, Lewis, er sagt es 15.000 Mal am Telefon. Scheiße, Mann. Aber wann habe ich den Film zum letzten Mal gesehen? Das ist auch wieder 10 Jahre her. Lief tatsächlich im Fernsehen vor kurzem wieder mal, aber es läuft alles im Fernsehen. Wieder mal. Wir gucken auf den vorläufigen Zwischenstand. Im Fernsehen, echt? 2200 Punkte für Daniel im Moment, 500 für Marco, Sandro bei minus 200. Muss noch nicht viel heißen. Wir gehen in eine kurze Werbung und sind gleich wieder da mit Runde 2. Wir sind wieder zurück, die Werbung ist vorbei, wir haben uns alle kurz erholt. Sandro trinkt noch einen Schluck, denn ja, Daniel sich noch von Pretty Woman. Daniel drückt sich noch mal ein bisschen was ins Gesicht. Wir sind bereit. Ich habe den Film so oft gesehen. Ich auch. Wie gesagt, ich kann mich nur an die Synchronstimme von Richard Gere erinnern, wie er sagt Vivian. Ara, komm, aber nicht mehr. Runde 2.
Für Runde 2 natürlich, wir gucken nochmal kurz auf euren Punktestand. Wir waren bei 2200, 500 für Marco, minus 200 für Sandro im Moment. Das kann sich alles, wie gesagt, ändern, denn Verbundum, Gabundum, mein Zauberspruch. Verdoppelt. Die Punktetafel habe ich selbst gemacht. Gehört, ne? Das auch Hexen, Hexen? Ja, ja, das ist ja genau. Das gehört auch nochmal dazu. Was 200 war, was 100 war, es 200, was 1000 war, es 2000. Einiges ist noch über. Wer hatte die letzte Frage gewählt? Das warst du, Marco, glaube ich. Ja? Da keiner beantworten konnte, gebe ich das Fragerecht an Sandro weiter. Stimmt, du hast ja Predibum. Ne? Künstlernamen 600. Künstlernamen für 600. Wo haben wir es da? Künstlernamen für 600, Hände nehmen die Buzzer. Ich muss vorlesen, ey. Der Sänger Henry Olusegun Olumide Samuel feierte vor allem in den 90ern große Erfolge und heiratete später ein deutsches Model. Wer ist gesucht? Daniel? Seal. Henry Olusegun Olumide Samuel, auch bekannt als Seal. Nicht schlecht. Sauber. Korrekt. Wie kamst du darauf? Wusstest du wirklich den Namen? Oder? Ja, nee, deutsches Model. Welches deutsches Model? Ich habe auch überlegt. Der erste Sohn ein Sohn von Heidi Klum heißt Henry. Oh, oh, das ist eine gute Assoziationsarbeit. Ja. Hat jemand aber alle Zeitschriften beim Friseur gelesen? Ja. Solange du nicht Flavio Briatore sagst, ist alles okay. Da lohnt sich die InTouch, ey. Daniel, das heißt, 600 Punkte kommen bei dir drauf. Sind bei 2,8, du wählst die nächste Kategorie. MCU 200. MCU für 200. Ist nicht, ach ja, ja, nee, ist keine. Wir haben ja. Ha, ist ja eine zweite Runde. MCU für 200. Hände nehmen die Buzzer. Ach so, ja. Ja, ja, weil vorher war es die 400. Ja, ja, ich hab mich gewundert, die haben wir doch schon. MCU für 200. Wie viele Infinity-Steine gibt es? Daniel. 6. Es hat 5 gezeigt, aber du hast 6 gesagt. Nee, ich hab's so gemacht, glaube ich. Okay, okay, gut. 6 ist korrekt. Ja, das stimmt. Das ist was, was man wissen kann. Eine gemeinere Frage wäre gewesen, ich habe kurz drüber nachgedacht, dass man aufschreibt, was die alles machen, aber das wäre, glaube ich, eine 8000-Punkte-Frage. Oh, das hätte Heike den Rahmen gesprengt. Gib dir noch mal 200 Punkte drauf, Daniel. Kleinvieh macht auch Mist. Die 3000 haben wir voll. Du wählst die nächste Kategorie. So, Alter. Wie kann ich mich denn jetzt mal von Marco fernhalten? Ja, dann muss die teuren. Gibt's noch Schreibfragen? Das kann ich dir nicht verraten. Es kann sein, dass es welche gibt. Pass auf, dann machen wir es doch einfach mal so. Hexen, Hexen für 2000. Hexen, Hexen sein, bitte, lass es für 2000. Hände nehmen die Buzzer. Wie heißt der Autor der Witcher-Bücher mit Nachnamen? Sandro? Sapkowski. Sandro sagt Sapkowski. Habe ich irgendwie im Kopf. Ich habe im Speziellen auch noch mal da auf den Nachnamen bestanden, weil den Vornamen spricht jeder anders aus. Hoffe ich. Sapkowski ist korrekt. Ja. Das ist richtig. Andrzej, würde man, glaube ich, sagen, oder? Andrzej, deshalb, aber Sapkowski. Sagt man da Andrzej? Ich habe Andrzej, hätte ich gesagt, Andrzej zum Beispiel. No? Mhm. Bei all den Fußballern, von denen man das so hört. Sapkowski gibt dir, das sieht tatsächlich auch aus, als ob der nur Witcher-Bücher schreibt die ganze Zeit. 2000 Punkte für Sandro. Yes. Der damit schön aufgeholt hat mit 1800 Punkten. Du wählst die nächste Kategorie. Fiktionale Welten 600. Fiktionale Welten für 600. Schreibfrage, Schreibfrage. Das ist keine Schreibfrage. Scheiße. Hände nehmen die Buzzer. Wie viel 1200 haben wir gesagt, ne? Nee, 600, oder? 600? Das ist das falsche Vorlesen. Hast du 600 gesagt? 600. Okay, 600. Gut, nicht, dass ich beim Falschen hier bin. Das ist mal die gleichen Punktewerte. Fiktionale Welten für 600. Hände nehmen die Buzzer. Modi, Athena, Baldur, Laufey, Freya, Zeus, Atreus. Sandro. God of War. Das ist richtig. Yes. It's God of War. Im Speziellen der neuere God of War, weil. Ach so. Gehört, es sind schwach, dass ich erst bei Atreus drauf komme. Es sind gemischte Namen natürlich von nordischer Mythologie und griechischer Geschichte, kann man sagen. Denn Zeus ist ja echt. Ne? Bei uns ist es echt, bei allen anderen ist es erfunden. So haben wir das gehabt. Und warum fehlt da Kratos? Ja, weil Kratos recht leicht gewesen wäre, wenn man da Kratos am Ende nochmal sagt: Ja, weiß ich doch! Ist doch das mit dem Ding da. 600 Punkte. Dann nochmal drauf bei Sandro. 2400 im Moment, das kann schnell gehen. Sieht man da, ne? Sandro, wähl bitte die nächste Kategorie. Ach, weil das so gut lief bei fiktionalen Welten 1200. Doch. Fiktionale Welten 1200. Hier hätte ich nämlich fast vorgelesen. Hände neben die Buzzer. Fiktionale Welten für 1200. Karl Stromberg. Thiago Rodriguez. James Bond.
Ich lese die Namen noch mal ein bisschen weiter vor. Max Zorin, Rosa Klepp, Alec Trevelyan, Aristotele Christatos, ja. Francisco Scaramanga sind alles Namen von Bond-Bösewichten. Absolut richtig. Das weiß ich. Das ist leider eins der Franchises, wo ich so gar nicht reinkomme. 1200 Punkte. Christatos, bitte. Echt? Der Grieche. Ich weiß. Großer Fan, oder was? Nein, Christatos sprichst du sehr, aber egal. Ne? Das ist ja je nachdem. Weiß ja. Den haben wir repräsentiert. Christatos ausgesprochen? Weil in den Filmen sprechen sie es Christatos aus. Ich muss mal genau gucken, weil es ist natürlich englische Sprachausgabe oder deutsche ist immer ein bisschen anders, als wie wir es betonen. Muss mal schauen, wie sie den Namen im Griechischen geschrieben haben. Mhm. Das ist aber Richard Kiel, ne? Ich weiß, ich habe ihn repräsentativ genommen. Ich glaube, ich habe sogar eine Matz dazu, oder? Zumindest, wenn wir Richard Kiel hier einmal haben. Oder irre ich mich, Regie? Ja. Ach, die schönste Liebesgeschichte des Kinos. Grills Prototypen. Später beim Rap hatten sehr die alle solche Dinge. Daher kommt's. Ja, daher kommt's. Ja, das war's wahrscheinlich. Müssen wir irgendwann mal den Podcast mal machen? Oh ja, ne? gerne. Ja? Oder ein Spezial. Das mal, wir machen auf jeden Fall. Ach, das werden 800 Teile von allem, egal was wir da machen. ja, Punkte auf das Konto von Marco. Der aufgeschlossen hat, 1200 sind noch dazugekommen. Und Marco, du darfst die nächste Kategorie wählen. Sehr eng geknüpft, jetzt das Feld. Dann nehmen wir mal MCU für 600. MCU für 600, wir machen die Kategorie voll. MCU für 600. Hände neben die Buzzer. Welcher Darsteller oder welche Darstellerin übernimmt ab dem vierten Teil der Thor-Reihe die Rolle des titelgebenden Daniel? Natalie Portman. Die Rolle des titelgebenden Helden ist Natalie Portman. Wissen wir denn schon, ist das der gleiche Charakter wie vorher? Oder? Nee, sie wird ja. Sie wird krank und nimmt die. Ihr Charakter wird zu Thor, auch in den Comics. So ist es, ne? Da warst du irgendwie in den Comics, wird sie krank und nimmt dann. Da kommt es halt, glaube ich, drauf an, welche Vorlage sie nehmen. Ja, weil, es kommt drauf an. Es gibt ja halt eben einfach die Kranke, also die halt eine Krankheit hat und das eben. Das versucht damit zu kompensieren, so, ja. Und dass halt die Tragik daraus entsteht, dass sie eigentlich todkrank ist, aber halt eben diese göttlichen Kräfte hat. Weiß man aber allerdings nicht, ob diese Vorlage tatsächlich auch als dann im Film genutzt oder für den Film genutzt wird. Ich bin sehr gespannt darauf, vor allem, wie viel Wagenladungen Geld sie bei Natalie Portman abgelassen haben, damit sie noch mal bei einem MCU-Film mitmacht. Muss ja einiges gewesen sein. Daniel, du hattest das gerade am schnellsten, ne? Ja. Das heißt, du kriegst die Punkte auch drauf. Mann, das kann nicht sein, dass ich nicht einen Punkt im MCU bekommen habe, ey. Aber ich bin will die nächste Kategorie, bitte. Vier Fragen noch. Ach, weil es eben noch so schön war. Künstlernamen für 200. Oh. Künstlernamen für 200. Let's do it easy. Hände nehmen die Buzzer. Künstlernamen für 200. Um in der Musikbranche Fuß zu fassen, legte sich Paul Hartmut Würdig neben einer Sandro? Sido. Neben einer metallischen Schädelmaske auch einen Künstlernamen zu. Welchen? Das ist natürlich der gute Sido. Meine, die Maske ist nicht mehr so glatt poliert. Braucht er auch nicht mehr, ne? Auch genug auf dem Bankkonto. Hat viele Haare gekriegt, die Maske. Ja, ja, stimmt. Und das, ist so, das ist so eine Chia-Pet-Maske, ne? Also nur mit Wasser und dann. Chia. Die alten Leute erzählen wieder. Sandro, Punkte für dich. Yes. Auf dein Konto. 2600 gerade im Moment. Drei Fragen noch. Du bist die nächste. Puh, What's My Movie 1200. What's My Movie für 1200. 1200. Hände neben die Buzzer. Sein Name ist Maximus Decimus Meridius. Schröck? Gladiator. Also es geht um den Film, ne? Ja, Daniel sagt Gladiator. Ich lese zu Ende. Sein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Norden, Tribun der Spanischen Legion. Aus welchem Film stammt er? Er gibt uns selbst die Antwort. Sehr gut, ja. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der Spanischen Legion. Oh, jetzt, oh, das ist so mal Mal erlassen. Ja, ist so schön, ey. Ich bin hierher gekommen, um mich zu rächen, sagt er doch, glaube ich. In der nächsten Folge. Aber es war verdammt. Der wichtige Satz für uns. Es ist natürlich Gladiator Könnte ich mal wieder gewesen. Schauen. Sehr schöner Film. Ja. Ist das der letzte gute Ridley Scott? Nein. Kingdom of Heaven war auch Ridley Scott. Weil der war auch aber der ist im Director's Cut. Im Director's Cut ist der tatsächlich besser, aber ich mochte auch schon den Edward einen. Norton hätte einen Oscar kriegen sollen. Der war richtig unter der Maske? Ja, ich fand den sehr gut. Ja, aber gut, ja, es gab bestimmt auch danach noch ein bisschen was Schönes. Alle Leute, die Prometheus mögen. Daniel, du wählst eine Frage noch aus, nachdem du die Punkte bekommen hast. 4-8.
im Moment. Fiktionale Welten für 200. Fiktionale Welten für 200. Auch die Fragen sind gut, auch die Fragen sind welche. Für 200 fiktionale Welten, Hände neben die Buzzer. Robert Kendo, Brian Irons, Marvin Brenner, Sherry Birkin, Ada Wong, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, und die sind natürlich alle. Wong wusste ich schon. Das kann alle nicht sein. Aus Resident Evil. Und ich habe mich noch gefragt, Alter, wieso drückt ihr nicht? Wieso drückst du nicht, weil ich nicht sicher bin beim Spiel. Weil ich auf dem Schlauchstein, Alter. Und du drückst nicht, weil die nicht drücken und du dir nicht sicher bist, ne? Ja, wirklich. Ich bin mir nicht sicher, dann drück ich auch nicht. 200 Punkte drauf für Sandro, 2800. Und du wählst die letzte Frage der Vorrunde. What's my movie 400? What's my movie für 400? What's my movie für... Was waren so schöne Namen hier noch? Egal. What's my movie für 400? Was meinst du, Künstlernamen? Ja. Hände nehmen die Buzzer. What's my movie für... Shit, das war ja die letzte Frage, ne? Ja. Oh, hab ich gesagt. Dumm. Schön, na egal. Hände nehmen die Buzzer. What's my movie für 400? Autor Jack Torrance verzweifelt in welchem Horrorklassiker an einer Schreibblockade? Daniel? Shining. The Shining ist korrekter Mundo. Das ist richtig, Jack Torrance. Er sagte, wo ist mein Schreibblockade? Da gleich einmal durch. Auch bekannt unter anderem aus dem Intro von Nerdquiz. Jetzt gib weiß man auch. Schläge. Ja, ganz genau. Ganz genau. Daniel, damit kriegst du nochmal 200 Punkte drauf. Cool, habe ich die 5 voll. Hast du einen Moment? Nee, 400. 400 Punkte sogar. Das ist scheiße. Dann finde ich das auch in Ordnung, dass die Regie das richtig draufgerechnet hat, auch wenn ich es falsch genannt habe. Du liegst im Moment vorne, Daniel mit 5.200, Marco ist etwas dahinter mit 1.700, Sandro hat 2.800. Es kommt aber auch noch die Finalrunde gleich. Und können die wir trotzdem wird ganz kurz wissen, was Künstlername 2000, ja, 2000 wäre? Kann man, das wäre so darfst du das sagen? Ist das, oder ist das? Ich werde es euch in der Werbepause sagen. Okay, okay. Weil, auch wenn wir natürlich nicht alle Fragen jetzt hier beantworten konnten, eine wird zumindest für euch da draußen zum Beantworten da sein, denn schaut in der YouTube-Fassung von diesem Video unten in die Comments angepinnt, ist eine der Fragen, die nicht vorgekommen sind. Wenn ihr die beantwortet, dann wird unser Social-Media-Team euch dann da raussuchen mit Zufallsgenerator und ihr werdet dann quasi zum Schlaumeier der Woche über Social-Media geführt. Ist das schön? Geil. Das ist schön. Dann gehen wir in die Pause kurz, sind gleich wieder da mit dem Finale. Bis gleich. Viele Punkte wurden verdient, ein paar mehr können noch dazugeholt werden im Finale. Gucken wir mal kurz auf die Punkte. Sehr viel wurde jetzt gerade geholt. Es ist übrigens auch wichtig, nicht nur für den heutigen Sieger, sondern bei einem potenziellen Ausfall eines Halbfinalteilnehmers würde der mit den meisten Punkten in der Vorrunde nachrücken. Ich glaube, im Moment gerade hätten wir sogar jemanden hier von den Sachen, die bisher ausgespielt wurden. Also Punkte holen ist auch sehr wichtig, da ist eine Chance immer noch da, weiterzukommen, wenn denn ein Ausfall sein sollte. Wie das Finale funktioniert, sehen wir kurz in einer kleinen Matz. Im Finale des Nerdquiz erwartet euch die Schnellraterunde. 60 Sekunden lang werden schnell hintereinander Fragen gestellt, die jeweils mit 400 Punkten plus oder minus zu Buche schlagen. Wenn gebuzzert wurde, warten die Kandidaten bitte kurz, bis der Moderator ihren Namen nennt, bevor sie antworten. Am Ende werden die Punkte mit dem Vorrundenergebnis gegengerechnet und wir haben unseren Sieger. Viel Erfolg! Welche Comicfigur sammelt ihren Reichtum in einem Geldspeicher? Daniel. Dagobert Duck. Richtig. Hast du gerade Schreck? Ja, Mann, ich hab meinen Namen da gelesen. Daniel. Ja. Ich hab's gelten lassen, ne? Du hast ja schnell genug korrigiert. Ey, das ist aber lustig, ne? Dieser eine Versprecher, den kriege ich heute noch irgendwie aufs Brot geschmiert. Ja? So, ja, ja, das immer irgendwie, wenn es um Dagobert Duck geht, dann kriege ich irgendwie eine Verlinkung bei Twitter oder sonst irgendwo. Bist du manchmal mit Dagobert angesprochen? Naja, schön wär's, schön wär's. So, aber wenn es irgendwie um Gelddecke und Reichtum oder sonst irgendwas, dann kommt immer mal irgendwo mir noch so ein Tweet mit meinem Namen und halt Dagobert Duck daher. Es hat sich auch angeboten.
muss man sagen. Also, wie erwähnt, die Schnellraterunde kommt gleich, 60 Sekunden, 400 Punkte plus oder minus für richtige oder falsche Antworten. Wartet bitte wirklich, bis ich euren Namen nach dem Buzzern genannt habe und nicht einfach rausschreien und draufdrücken, weil dann wird es sehr schwierig, inzwischen alles zu finden. Und vor allem, wenn ihr gebuzzert habt, bitte sofort dann die Antwort geben und nicht erst rumdrücken und rumraten, weil dann kommt von mir nämlich dieser Soundeffekt. Und selbst wenn ihr dann noch die Antwort rausschreit, kann ich die leider nicht gelten lassen. Mhm. Erst drücken, dann Namen abwarten. Erst drücken und dann sage ich Daniel, dann sage ich Marco, okay. Dann sage ich Sandro, ne? Und dann sagt ihr mir die Antwort, dann sage ich richtig oder falsch. Alles klar. Okay, wenn ihr bereit seid, die Zeit geht los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Welches Duo wurde im TV von Adam West und Burt Ward dargestellt? Marco. Batman, Robin. Richtig. Welche Tiere sind im Harry Potter-Universum die Postboten? Daniel? Eulen. Richtig. Wie viele Köpfe hat Godzillas Gegenspieler King? Sandro? Drei. Richtig. Welcher Schauspieler verkörperte als erster James Bond? Sean Connery. Marco? Richtig. Auf welcher Crowdfunding-Plattform wurde das Adventure Broken Age finanziert? Sandro? Oh. Falsch. Kickstarter. Ja, ich weiß. Wie lautet der Name des Harry Potter-Charakters Hermine? Der Nachname? Ranger. Marco? Ist richtig. Welcher Holländer moderierte in den 90ern die Gameshow Der Preis ist heiß? Zu spät? Harry Weinfort. Welcher legendäre Dieb war im Sherwood Forest unterwegs? Marco? Robin Hood. Robin Hood ist richtig. Welche Musiktauschbörse würde von Metallica verklagt? Daniel? Webster. Richtig. Welche Comedy-Truppe hatte eine TV-Show namens Flying Circus? Sandro? Zu spät? Oh, Monty Python. Ja. Wir dürfen da nicht so. Welcher Street Fighter kämpft in Teil 2 in Russland? Zu spät? Es ist Zangief. Und die Zeit ist vorbei. Ist er nicht Ukraine? Hey, ist er nicht Ukraine oder so? Er kämpft in Russland. Gregor, ich habe eine kurze Frage. Ja. Ich habe gedrückt bei einer Frage und hast du gemeint zu spät, noch bevor ich die Antwort sagen konnte. Weil ich schon meinen Knopf gedrückt hatte. Knopf schon gedrückt, ja. Okay, aber zählt das für mich als Minuspunkt dann? Nee, zu spät. Also du hast... Also wir haben alle drei nicht geantwortet und ich habe geantwortet und du hast dann gesagt zu spät, bevor irgendwie einer von uns gedrückt hat. Also wenn du gebuzzert hast und ich habe es leider nicht mehr direkt im Kopf, weil ich auch im Blur jetzt hier gerade drin bin. Normalerweise, wenn du buzzerst, warte ich noch einen kleinen Moment, ob die Antwort kommt oder nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich den kleinen Moment gewartet habe. Ich glaube, du hast zeitgleich aber gebuzzert, wo ich schon vorbeigesagt habe. Genau. Dann wird es natürlich nicht abgezogen. Ne? Okay. Dann warst du quasi zwischen den Dingern. Das ist doch, also ich sehe es gerade so im Kopfregie. Ihr könnt mich da gerne auch korrigieren, aber ja, also. Ne? Kennst du diese Crowdfunding-Plattform FIG? Ja. Fick. Daran habe ich gedacht und ich wusste nicht, ob Kickstarter oder Fick bei der Crowdfunding-Plattform. Ich würde dich nicht Fick sagen lassen, glaube ich, einfach so in der Sendung. Ist ja Ede nicht dabei. Scheiße, Mann. Kreuz und quer, das war recht bunt. Wir lassen die Regie noch einmal kurz rechnen und wir schlagen dann die Ergebnisse gleich drauf von der Verteilung. Wer hatte denn am wenigsten Punkte in der Vorrunde? Ich glaube, die hatte Marco. Ja. Dann... die Regie hat gegengerechnet. Wie viel hast du denn jetzt dazu oder wegbekommen insgesamt? 3.300. Ja, du hast auch was richtig gehabt, oder? Ja, eine Antwort, glaube ich, nur. So. Als zweiter hatte Sandro dann noch einiges, also bisher 2.800 Punkte, einiges noch gebuzzert und antworten wollen, aber auch ein paar falsche Sachen darunter. Wie viel kommt jetzt dazu oder kommt weg? 2.400 und Daniel hat auch ein bisschen was geantwortet. 5-2 hatte er. Wie viel sieht's bei ihm aus mit dem Endergebnis? Zu viel. 6.000 Punkte. Damit der Gewinner und Teilnehmer am Halbfinale, Herr Schreckert. Dankeschön. Schönes Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Willst du mal diesen Glück? Auch wenn du nicht willst. War eine sehr eng gestrickte Runde. Also es waren natürlich viele Punkte, die hoch und runter gehen können. Wenn ich es richtig sehe, Marco, im Moment hast du aber als Nichtgewinner der Runde bisher auch mit die meisten Punkte mitgenommen. Das heißt, du hast potenziell noch die Chance, tatsächlich auch im Halbfinale dabei zu sein. Ich habe das Finale so verkackt, sonst hätte ich da sein können an deiner Stelle. Aber ich bedanke mich natürlich bei euch allen. Ich hoffe, jetzt kann die Anspannung ein klein bisschen abfallen. Und Daniel, du bist den noch nicht ganz los. Ne? Ich halte mir die Hand davor vor dem Teil, der abgefallen ist. Vielleicht könnte der Name hier auch noch mal mit draufkommen. Was war denn diese Frage, wo du sagtest, es war zu spät? Ich weiß es nicht mehr. Das ist alles. Hast du die noch irgendwo da stehen? Es war nicht Harry Weinfort, glaube ich, war es. Preis ist heiß, genau. Preis ist heiß. Da kann es sein. Aber wie gesagt, ich muss da leider schnell und hart sein. Ja. No? Also wie immer im Leben, schnell und hart. es war aber eine sehr unterhaltsame Runde. Ich bedanke mich bei euch allen. Wir klären das noch dann, wie das mit den Halbfinals und so weiter dann ausschaut. Auch Sandro, du brauchst dich nicht grämen. Es war eine sehr gute Leistung und eine 2000er-Frage beantwortet. Ich habe wieder das Finale so derbe verkackt auch. Das ärgert mich so hart. Sei froh, dass du nicht gegen Herrn Käufer oder Wirt antreten musst, ja. Weil die sind
immer wie die Maschinen hier. Mhm. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch allen da draußen, nicht nur fürs Zuschauen, sondern auch im Speziellen nochmal beim Rocket Beans Supporters Club, denn der macht es uns natürlich möglich, dass wir solche Sendungen wie die hier für euch umsetzen können. Da ist es hier unten auch nochmal vermerkt, wie ihr da drauf kommt. Also großen Dank an alle Leute, die bereits supporten und natürlich alle, die gerne supporten wollen. Und wir machen hoffentlich in der Zukunft noch mehr solche Sendungen wie hier. Danke an euch, danke an die Kandidaten, danke an das Team hinter den Kameras und wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.